Hallo, liebe Freunde des gepflegten Erzählelektronik-Bastelns. Mal wieder keine Folge zum Thema HTX Weekly. Da bin ich zwar arg in Verzug, aber die letzte Zeit war doch relativ voll mit verschiedenen Projekten. Und eins dieser Projekte dazu oder zu einem dieser Projekte gibt es dann heute auch mal wieder ein Update. Und das ist die Doppel-Shuttle-Steuerung. Schwieriges Wort, habe ich letztes Mal schon festgestellt, dass das nicht so einfach rauszukriegen ist. Ich habe hier eine ganze Menge auf dem Schreibtisch, das gehen wir mal kurz durch und dann zeige ich euch die Neuerungen zu diesem Projekt. Und falls Fragen sind, einfach in die Videobeschreibung rein, beziehungsweise auf der GitHub-Page entsteht auch so langsam, ganz, ganz langsam auch ein bisschen Dokumentation zu diesem Projekt. Aber wie gesagt, die letzte Phase war eher durch die Entwicklung geprägt. Bevor es weitergeht, muss ich natürlich einen Schluck Kaffee nehmen. Gut. Also, Doppel-Shuttle-Steuerung. Ihr seht keinen Shuttle-Antrieb hier auf dem Schreibtisch. Ich habe mich dazu entschlossen, jetzt nochmal ein Video ohne die tatsächlichen Shuttles zu machen. Es ist dann ein bisschen leichter oder unfallfreier hier auf dem Schreibtisch. Das nächste Video, wo wir dann hoffentlich vielleicht auch schon in Richtung finalen Zustand von dieser Shuttle-Steuerung kommen, das wird dann tatsächlich mit so einem Shuttle-Objekt hier stattfinden. Ich halte es mal kurz hier ins Bild hinein. Das habe ich das letzte Mal schon benutzt, ist aber momentan, habe ich das jetzt hier nicht angeschlossen. Gut, ich nehme die Radio Master ganz kurz mal, die läuft schon, die nehme ich mal ganz kurz hier vom Schreibtisch runter und dann schauen wir uns an, was so an einzelnen Komponenten jetzt hier zu finden ist. Genau, dann muss ich das noch mal ein bisschen mehr ins Bild rücken hier. So geht es etwas besser. So, okay, also hier haben wir das Corpus Delicti, also diese Doppel-Shuttle-Steuerung. Okay, was ist hier alles angeschlossen? Das ist ja relativ viel. Fangen wir mal hiermit an. Geht also hier in diesen Verbinder hier hinein, so ein bisschen entzerren, dass man das auch ein bisschen besser sehen kann. So, hier. Und da haben wir einen Express-LRS-Empfänger. In dem Fall ist das ein RP3 von Radio Master. Ist aber egal, welcher das jetzt ist. Wichtig ist, dass er oder dass wir nur eben an den seriellen Ausgang von diesem Empfänger drankommen. Ja, das ist also einer, der hat kein PWM-Ausgänge im Gegensatz zu diesen hier, die dann eher anmuten wie normale Empfänger, die auch PWM-Ausgänge haben. Aber auch diese Empfänger haben so eine serielle Schnittstelle hier auf der Seite. Genau, dieser Empfänger hat nur diese serielle Schnittstelle und das reicht uns aus. Man kann natürlich auch Empfänger nehmen ohne Gehäuse. Zum Beispiel sowas wie, ich halte es mal kurz ins Bild hinein, so ein kleiner Happy Model zum Beispiel, das würde ausreichen. Da haben wir auch die vier Pins und das ist die serielle Schnittstelle. Gut, das ist die Komponente 1, also der Empfänger. Gut, dann brauchen wir natürlich für die Motoren unserer Shuttles, also für die Antriebsmotoren auch Steller, weil es eine Doppel-Shuttle-Steuerung ist. Natürlich, dann haben wir zwei Motoren. Der eine Motor ist hier in dem Teststand, in meinem Motortest-Stand, eben wie gesagt nicht eingebaut in einen konkreten Shuttle-Antrieb und der andere Motor ist hier, ein anderer. Ich habe einfach mal Demonstrationsobjekte hierher genommen. Man kann natürlich auch beliebig andere Motoren nehmen. Die sind jetzt zum Beispiel sehr unterschiedlich. Sehen wir gleich noch, wenn wir es in Betrieb nehmen. Ist natürlich in der Praxis nicht so geeignet, dass man da unterschiedliche Motoren nimmt. Genau, dann haben wir hier einen Steller. Etwas besser ins Bild halten. Dieser Brushless-Steller, der ist hier angeschlossen an die Doppel-Shuttle-Steuerung. Und wir sehen hier eine Gruppe von vier Anschlüssen. Das sind die vier Anschlüsse für den einen Shuttle. Hier haben wir, wie gesagt, den Steller. Und das andere Kabel, was hier angeschlossen ist, das ist das Servo, um den Shuttle zu drehen.
Dazu kommen wir gleich. Dann haben wir hier im Grunde genommen von den vier Anschlüssen schon mal zwei belegt und die anderen beiden sind derzeit frei, beziehungsweise es liegt an der Art, wie ich das hier angeschlossen habe, dass sie überhaupt frei sind. Gehe ich aber gleich noch drauf ein. Erstmal machen wir die ganzen Komponenten fertig, die hier auf dem Tisch liegen. Also, das war der Steller und hier haben wir dann, wo geht's hin? Hier unten. Ich tausche die beiden gerade mal zu dem einen Servo. Da ist ein schöner langer Servohebel dran. Achtung, ein Servohebel, dass man das auch sehen kann, was dieses Servo macht. Also das ist dann hier angeschlossen. Dann haben wir das gleiche für den zweiten Shuttle. Wir haben hier nochmal oben einen Steller liegen. Der ist mit diesem Kabel hier an die Doppelshuttle-Steuerung angeschlossen. Hier haben wir die zweite Gruppe von vier Anschlusssteckern. Da haben wir dann eben, wie gerade erwähnt, den Steller und auch das andere Servo. Das ist dann dieses hier, das zweite Servo. Genau, und wie gesagt, die anderen beiden Anschlüsse sind bei dieser Art zunächst mal frei. Was haben wir noch angeschlossen? Wir sehen hier einen meiner Schaltmodule, Express-LRS-Schaltmodule. Das ist hier über diesen kleinen Busverteiler an diesem Port von der Doppelshuttle-Steuerung angeschlossen. Und dann haben wir hier noch so ein Ding, das nennt sich einen S-Bus zu PWM. Decoder, das kennen die meisten von euch, gibt es überall im Internet zu kaufen. Dekodiert also ein S-Bus-Signal, was hier hineingeht. Das ist dann dieses Kabel hier, was hier angeschlossen ist. Wird hier dekodiert zu 16 PWM-Signalen. Ich habe natürlich jetzt keine 16 Servos hier auf den Tisch gestellt. Stellvertretend haben wir hier ein kleines Servo, das ist an Kanal 5 dort angeschlossen. Okay. Das sind die Komponenten. Dann, wie ist das mit der Stromversorgung? Nun, die Steller, die haben jeweils ein BEC drauf. Die liefern also, wo ist der andere hier? Die liefern also beide, in dem Fall 8 Volt. Und beide gehen also hier auf die Doppel-Shuttle-Steuerung. Das ist möglich, ohne dass wir da einen Steller oder von einem Steller das Pluskabel ab klemmen, weil auf der Unterseite verbirgt sich noch was Interessantes. Das ist nämlich eine Dreifach Spannungsversorgungszusammenführung. Oh, das war jetzt ein schwieriges Wort. Spannungsversorgungszusammenführung. Im Englischen geht das einfacher. Ein Power-Ohr von drei Spannungsversorgungen. Zwei haben wir gerade besprochen. Das sind die beiden BECs. Der Steller von dem hier und von dem hier. Üblicherweise sind diese BECs vielleicht ein bisschen schwachbrüstig. In diesem Fall geht es gerade. Aber wenn man kräftige Servos hat oder ja, vielleicht noch ein schwächeres BEC oder vielleicht gar kein BEC auf seinem Steller, dann möchte man natürlich auch noch ein weiteres BEC anschließen. Und das geht auch. Hier oben liegt auch noch ein BEC rum. Das war bislang noch nicht angestöpselt. Das könnte ich, wenn ich will, auch wie rum, so rum, jetzt hier unten anschließen. Dann habe ich also drei Spannungsversorgungen und die Last wird auf diese drei Spannungsversorgungen einfach verteilt. Ich ziehe das mal wieder ab. Das ist mir dann zu viel Kabellage hier auf dem Schreibtisch. Genau, soweit, so gut. Bevor wir jetzt nochmal die Frage klären, sozusagen, ah ne, eine Frage können wir klären. Hier ist noch eine Buchse frei. Das ist einfach nur mal eine BEC-Buchse. Wenn man beispielsweise so einen Empfänger hat, an dem auch noch Servos angeschlossen sind, dann wird dieser Servo von der Doppelshuttle-Steuerung mit Strom versorgt. Wenn hier aber Servos angeschlossen sind, dann möchte man das natürlich nicht über diese dünnen Kabelchen hier machen. Es geht natürlich, aber das ist natürlich nicht sinnvoll. Deswegen kann man hier noch ein dickeres Kabel von diesem BEC-Ausgang, also das ist ein Ausgang, wo alle diese drei BECs hier zusammengeführt sind, kann man dann hier zum Batterieeingang
des Empfängers führen. Das läuft praktisch parallel zu diesem Kabel und unterstützt das, sodass man hier also auch noch Servos anschließen kann. Gut, das war das. Genau, dann würde ich sagen, setzen wir das Ganze einfach mal in Betrieb. Ich hoffe, ich vergesse es dann nicht nachher, dass ich noch erläutere, wofür diese anderen Buchsen dann da sind. Aber zunächst mal können wir, jetzt muss ich mal sehen, wie ich das alles hier hinkriege. Ich tue die Radio Master hier mal so ein bisschen auf die Seite, dass man sieht, dass sie wenigstens im Spiel ist. Und jetzt trinke ich natürlich noch einen Schluck Kaffee, bevor hier alles explodiert, beziehungsweise bevor ich einschalte. Mal kurz drüber schauen, ob wir nicht noch einen Kurzschluss fabriziert haben, weil das hier alles ohne Gehäuse auf dem Schreibtisch liegt. Aber ich glaube, das sieht ganz gut aus. Also Feuer frei. Okay, da ist schon was passiert. Die Servos haben sich gedreht. Die Motoren haben gepiepst. Das deutet darauf hin, dass irgendwas passiert. Fangen wir mal hier oben mit dem Unverdächtigsten an. Das ist das kleine Servo. Da habe ich gesagt Kanal 5. Dann gucken wir uns einfach mal hier den Kanalmonitor an. Kanal 5 ist hier oben. Ich drehe da einfach mal ein bisschen dran. Ah nee, dann kann man das Servo nicht sehen. Dann sehen wir also schon mal, dass die 16 Kanäle, glaubt mir, es sind 16, die hier durchgeschleift werden, an diesen Decoder. Damit hat man also selbst bei so einem kleinen Empfänger ohne PWM, hat man trotzdem die Möglichkeit, eben seine 16 Kanäle zu benutzen. Da gibt es auch noch eine Besonderheit, können wir später klären. Aber das vergesse ich garantiert. Da muss ich sicherlich noch mal eine Folge machen. Okay, dann gucken wir uns mal an, was hier passiert. Man möchte ja die Shuttles steuern mit Hilfe der Kreuzknüppel. Jetzt mache ich das einfach mal so. Den Aufbau haben wir uns ja schon angeguckt. Das heißt, ich stelle jetzt die Radio Master da einfach mal oben drüber. Mal ein bisschen fokussieren, damit man da was sieht. Oder so halbwegs was sieht. So, dann gehen wir mal aus dem Kanalmonitor hier raus. Und genau, zu der... Widget kommt auch später. Wir gucken uns erstmal die Funktion an. Ich hatte jetzt das erstmal unscharf gestaltet. Jetzt schalte ich es einfach mal scharf. Man sieht also hier, dass man... Ich nehme mal das andere, das ist ein bisschen besser im Bild, stelle ich gerade fest. Wenn man also jetzt hier sozusagen im Kreis den Knüppel bewegt, bewegt sich dann das Servo auch hin und her. Und die Auslenkung von der Mittelstellung ist das Gas. Also ein Rückwärts vom Motor gibt es nicht. Das Rückwärts wird durch die Position, also durch das Umdrehen des gesamten Shuttle-Antriebs ja erreicht. Und dasselbe haben wir natürlich mit dem anderen auch. Gut. Mehr gibt es zum Shuttle-Antrieb eigentlich nicht zu sagen. Es gibt ja verschiedene Varianten, auch auf dem Markt. Die sind alle ein bisschen unterschiedlich, aber alle funktionieren eigentlich so, dass man sozusagen hier mit dem Kreuzknüppel das Bedienelement eines Shuttle-Antriebs simuliert. Genau. Also diese Art von Betrieb ist mit jeder Fernsteuerung möglich, auch mit einer Fernsteuerung, die jetzt kein Farbdisplay hat, wo wir also beispielsweise so ein Widget gar nicht installieren können. Also jetzt, wenn ich jetzt über das Widget spreche, ist das im Grunde genommen nice to have. Es ist nicht Pflicht, aber es hat natürlich auch Vorteile, dieses Widget. Ich schalte das mal kurz auf Vollbild, dann sehen wir das ein bisschen besser. Also zum einen kann man die Soll- und Ist-Position der Shuttles und die Gasstellung daran sehen. Der rote Zeiger ist das Soll und
Der grüne Zeiger ist die Ist-Position und die Länge des roten Zeigers ist also die Gasstellung. Wenn ich jetzt hier ein bisschen schneller drehe, sieht man also auch, dass der grüne Zeiger hinterherhinkt. Bei dem anderen ist es etwas besser, weil ich da die Servogeschwindigkeit ein bisschen geringer eingestellt habe. Genau, das ist so mal die Grundfunktion von dem Widget. Wenn man ein bisschen genauer hinguckt, dann sieht man also unten in der Fußleiste von diesem Widget auch noch ein paar Zahlen. Man sieht hier Strom, Drehzahl, Turns, Anzahl der Umdrehungen des Servos, also Komplettumdrehung, falls man da mal den Überblick verloren hat, ist aber auch nicht besonders wichtig. Es verwickeln sich ja keine Kabel oder so, das ist ja so gemacht, dass das beliebig oft drehen kann. Und hier nochmal das gleiche für die rechte Seite. Ja, also man sieht dann also auch die Drehzahl von dem Motor und den Strom. Genau. Gut. Ja, jetzt hat man gesehen, dass also die aktuelle Position der Servos mit angezeigt wird. Und das ist natürlich bei diesen Servos jetzt die Frage, wie funktioniert das? Es gibt ja verschiedene Servoarten, die man für so einen Shuttle-Antrieb benutzen kann. Jetzt muss ich hier nochmal ein Servo herholen. Das wäre zum Beispiel ein ganz normales Servo. Haben wir hier einen ganz normalen Servostecker, einen dreipoligen. So ein Servo ist für einen Shuttle nicht einsetzbar, weil das ja nicht um 360 Grad mehrfach drehen kann. Man kann solche Servos auch kaufen, die eigentlich im Grunde genommen nur ein Motor sind, die also dann beliebig oft in die eine Richtung oder beliebig oft in die andere Richtung drehen kann. Aber wir müssen natürlich auch die Position des Shuttles wissen. Und wenn man also so ein Servo, also wenn dies ein Servo wäre, was nur so ein Antrieb ist, dann müsste man auch noch einen Sensor haben, der die aktuelle Shuttle-Position bestimmt. Manche auf dem Markt befindlichen Produkte machen das so, indem noch ein zusätzlicher Sensor an dem Shuttle installiert werden muss, um die aktuelle Position zu erfassen. Das fand ich aber sehr unpraktisch, weil das ein größerer Aufwand ist. Es geht auch einfacher, und zwar indem man einfach andere Servos nimmt. Und diese Art von Servo nennt sich dann ein Feedback-Servo. Und das Kennzeichen von diesen Feedback-Servos ist, dass sie einen Stecker haben mit 4 Anschlüssen. Der 4. ist diese Rückführung. Da wird also die Position mitgeteilt auf unterschiedliche Art und Weise. Dieses Servo hier, was auch in meiner alten Doppelshuttle-Steuerung zum Einsatz kam, ist ein Servo, was die aktuelle Position durch eine Spannung hier signalisiert. Dann muss also die Steuerung diese Spannung auswerten und weiß, wie das Servo steht. Es gibt aber, das ist deswegen auch nicht so super schön, wie ich finde, weil das ein bisschen störungsbehaftet ist. Gerade wenn das Servo relativ viel Strom zieht, Details lasse ich jetzt weg, gibt es aber dann Störungen auf der Rückführungsleitung. Deswegen gibt es eine andere Art von Feedback-Servos. Das sind diese von der Firma Parallax beispielsweise. Ich bin gar nicht sicher, ob es da auch noch andere gibt, aber in dem Robotikbereich sind die relativ verbreitet. Die haben auch so ein Feedback-Kabel und da wird die Servostellung durch ein pulsbreitenmodelliertes Signal mitgeteilt. Das ist wesentlich störungsunempfindlicher und es basiert auf demselben Prinzip, wie das Servo sowieso angesteuert wird, nämlich durch ein PWM-Signal. Also man hat dann Soll und Ist. Signal mit der gleichen Technik, beides mal mit einem PWM-Signal. Genau, und dann gibt es noch sozusagen die, die Nonplusultra-Variante. Das sind die, die jetzt hier auf dem Tisch liegen. Die kommen auch aus dem Robotikbereich. Das sind
Servos, die haben eine serielle Ansteuerung. Es gibt natürlich auch Servos, zum Beispiel von der Firma Futaba, die über S-Bus oder S-Bus 2 funktionieren. Das wäre dann auch eine serielle Ansteuerung, aber hier ist das noch ein bisschen geschickter gemacht. Man kann also alles Mögliche von dem Servo über diese serielle Schnittstelle hier einstellen und bekommt auch die aktuelle Position des Dreharms wieder mitgeteilt. Und diese Servos haben sogar zwei Buchsen, rechts und links. Man könnte also beide Servos auch sozusagen hintereinander schalten. Oder wenn es denn sein muss, jetzt muss ich gerade mal hier auf meinem Schreibtisch wühlen, dann gibt es diese Servos, diese seriellen Servos auch noch in klein. Und man könnte also dann hier dieses Servo beispielsweise auch noch da einstecken. Diese ganz kleinen Servos sind aber wieder nicht für den Shuttle geeignet, weil sie sich nicht um 360 Grad drehen können. Die haben nur einen 300 Grad Drehwinkel, aber sind auch sehr fein. Okay, genau. Jetzt erklärt das schon mal, warum sozusagen einer dieser Pins jetzt frei ist, weil nämlich diese Servos keine zusätzliche Feedback-Leitung benötigen. Deswegen bleibt dieser frei. Wenn man jetzt hier so eins mit analogem Feedback einsetzen würde, ich baue das jetzt hier nicht um, seht es mir jetzt nach auf dem Schreibtisch, sonst wird das Video auch wieder zu lang, dann würde man also das hier ganz normal dort, ups, das sieht man nicht, dort einstecken und die Feedback-Leitung, die käme zusätzlich hier an den freien Pin. Dafür ist das gedacht. Und dasselbe ist natürlich für das andere Servo ebenfalls. Und ja, wenn wir jetzt daran denken, die Brushless-Controller eben haben wir gesehen, die haben also den Strom der Motoren und die Drehzahl der Motoren als Telemetrie zurückgeliefert. Auch die müssen natürlich ihre Telemetriedaten irgendwo abliefern. Das geht bei dieser Art von Stellern, geht es also über eine und dieselbe Verbindung. Das kann über ein spezielles serielles Protokoll geschehen. Oder auch, was sozusagen ja auch im Markt eingeführt ist, das ist S-Bus 2, also nicht S-Bus, sondern S-Bus 2, womit also auch Steuerdaten und Telemetriedaten zurückübertragen werden könnten. Es gibt aber natürlich auch Steller, die zum Beispiel über ganz normales Servo-PWM-Signal angesteuert werden und dann die Telemetrie über eine zusätzliche Leitung zurückliefern, meinetwegen iBus, S-Port oder Hot-Telemetrie. Und die hätten dann auch wieder vier Leitungen und die zusätzliche Leitung käme dann jeweils an den hier noch freien Pin. Ja, dann ist also die Bedeutung dieser Pins dann auch erklärt. Genau. Jetzt haben wir den S-Bus-Decoder schon in Aktion gesehen. Das Einzige, was wir noch nicht in Aktion gesehen haben, ist das Schaltmodul. Das hat natürlich jetzt mit dem mit der Doppel-Shuttle-Steuerung eigentlich überhaupt gar nichts zu tun. Es demonstriert einfach nur, dass das Empfängersignal, das Crossfire-Signal hier durchgeschleift wird und praktisch dann hier wieder rauskommt. Das ist also, ja, elektrisch ist das nicht so einfach, aber vom Prinzip her funktioniert es so. Das heißt, dieses Schaltmodul kann dann ganz normal auch über das Widget von dem Schaltmodul bedient werden. Also ich schalte hier irgendwas ein, F6 zum Beispiel. Ja, gut, das ist die Bedienung von dem Schaltmodul. Und jetzt stelle ich das hier wieder so hin, dass es keinen Kurzschluss gibt. Wo ist denn jetzt mein blöder Untersetzer? Der ist jetzt irgendwie, den habe ich jetzt irgendwo hingelegt. Dann muss also ein Servo dran glauben als Stütze. So. Und dann gehen wir einfach mal in das Express-LRS-Menü hinein. Wir sehen jetzt, wenn wir das Express-LRS-Skript starten, ganz normal das Menü von unserem Sendemodul. Das interessiert uns nicht, sondern ich gehe hier wieder auf Other Devices. Da muss ich noch einmal ganz kurz einen Refresh machen. Das ist eine Eigenart. Wenn man nicht alle Geräte sieht, muss man dann nochmal einen Refresh auslösen. Wir sehen jetzt hier drei zusätzliche Geräte. Wir sehen einmal den Empfänger, den RadioMaster RP3. Wir sehen einmal das Multiswitch-Modul und wir sehen einmal unseren
unsere Doppel-Shuttle-Steuerung, die heißt RC720E32. Dahinter stehen nochmal Zahlen. Da steht 200 oder 192. Das sind die Crossfire-Adressen. Alle Module, die an so einem Empfänger hier angeschlossen sind, an diesem Bus, die müssen unterschiedliche Crossfire-Adressen haben. Das muss man also vorher einstellen, und dann funktioniert das auch. Man kann jetzt also hier zum Beispiel auch das Menü von dem Multiswitch-Modul sich anzeigen lassen. Das ist relativ umfangreich, deswegen lädt das hier einige Zeit, bis das dann da ist. So, jetzt ist es vollständig geladen und man kann hier dann also auch seine Einstellungen tätigen, was auch immer man machen möchte, ob man Blinken einstellen will, PWM einstellen will für die Ausgänge. Da hatte ich ja schon genug Videos zu gemacht, zu einem Multi-Switch-Modul. Wir gucken uns jetzt das Menü an. Da habe ich jetzt zu viel geklickt. Das wäre auch einfacher gegangen. Wir gucken uns jetzt das Menü an von der Doppel-Shuttle-Steuerung. Das ist auch mittlerweile relativ umfangreich, braucht also auch ein bisschen zum Laden. Channels, da wählt man also einfach nur aus, welche Kanäle für die Shuttles gelten. Hier sind die Kanäle 0, 1, 2, 3. Das müsste ich vielleicht nochmal ändern. Das ist also die interne Zählung. Informatiker zählen immer ganz gerne von 0 an. Normalerweise zählen wir aber von 1 an, also Kanal 1, 2, 3 und 4 ist hier gemeint. Fällt mir gerade auf, dass das nicht so selbsterklärend ist. Das kann ich also hier einstellen. Genau, dann gehen wir hier zurück. Dann haben wir die Outputs. Da wird es jetzt interessant. Was kommt an den einzelnen Ausgängen raus? Also hier haben wir Servo 1, Ausgang. Da steht jetzt Serial WS, also ein serielles Waveshare. Die Servos sind von der Firma Waveshare und die hat sozusagen sowas wie einen quasi Standard für ihre Servos und das habe ich jetzt hier eingestellt, damit das funktioniert. Genau, das kann ich aber auch ändern, beispielsweise in PWM. Mit PWMA heißt dann analoges Feedback. Wenn ich das jetzt tue, dann funktioniert das erste Servo natürlich nicht mehr, klar, aber das Feedback geht hier auf analog, das sieht man gleich. Das ist also für die andere Art von Servos. Genau, PWMP wäre mit einem Feedback mit Pulsweitenmodulation, dann haben wir Serial WS, das ist das Richtige für unsere Servos und dann haben wir gar nichts. Okay, ich stelle mal wieder um auf Serial WS und dann geht das Servo auch wieder. Okay, etwas Ähnliches haben wir für die Steller. Da können wir jetzt auch verschiedene Arten auswählen. Also PWM-Steller. Da muss man hier noch einstellen, welche Telemetrie der eventuell unterstützt, wenn er denn überhaupt Telemetrie unterstützt. Wir haben jetzt hier den Escape 32 mit dem seriellen Protokoll. Dann kann der Escape 32 auch noch ein ASCII-Protokoll machen. Das ist auch ganz interessant, wenn man noch einzelne Parameter des Stellers einstellen möchte. Zeige ich jetzt auch nicht. Führt auch zu weit. Viele Steller kann man konfigurieren. Das kann man dann über dieses Menü hier machen. Oder WESC, falls denn vorhanden. Also größere Steller oder eben nichts an der Stelle angeschlossen. Genau, das kann man jetzt praktisch für das erste Shuttle machen und für das zweite Shuttle kann man das ganz genauso dann tun. Gehen wir auch hier nochmal ganz kurz zurück. Was ist noch interessant? Settings. Genau, da kann man also beispielsweise die Nullposition des Servos ändern. Wenn wir jetzt hier das erste Servo nochmal nehmen und ich ändere die Nullposition, sagen wir mal, auf 15 Grad. Dann sieht man, dass das also um 15 Grad sich verrückt. Oder man kann auch die Geschwindigkeit von dem Servo einstellen. Ich gehe mal jetzt ziemlich runter, damit man da auch dann sieht, dass es dann sehr langsam läuft. Oh, das ist ein bisschen extrem, glaube ich. Da müssen wir Tage warten. Wenn man das jetzt hier so macht, dann sieht man also, dass das sehr langsam läuft. Genau.
Gut, das ist dann vielleicht so ein bisschen die Realitätssimulation. Genau. Dann Calibration ist nur interessant für die Servos mit PWM-Feedback oder mit analogem Feedback. Dann kann man hier für Crossfire noch ein bisschen was einstellen. Die eigene Adresse, hatte ich vorhin gesagt, das ist die 192, die ist momentan hier aktiv. Der Rest ist erstmal nicht interessant. Und dann haben wir Special, da kann man noch einstellen, was auf den zusätzlichen Anschlüssen herauskommen soll. Bei dem einen kommt, wie gesagt, das S-Bus-Signal heraus und bei dem anderen kommt auch nochmal Crossfire heraus, sodass dieses Schaltmodul dann funktionieren kann. Kann man aber auch ändern und man kann, jetzt komme ich doch noch zu dem einen Punkt, dass ich das nicht vergesse, man kann also auch noch einstellen, ob beispielsweise die Signale, also welche Winkelposition das Servo haben soll, ob das jetzt auch hier irgendwo an einem S-Bus-Kanal noch herauskommen kann. Also ob diese errechneten Signale, von dem Modul her errechneten Signale, ob die irgendwie noch in das S-Bus injiziert werden soll. Deswegen steht hier Inject S-Bus. Genau. So, das waren erstmal so die wichtigsten Sachen. Jetzt habe ich ein bisschen Gas gegeben. Ich hoffe, ich habe nicht zu schnell gesprochen. Und es ist auch einigermaßen klar geworden. Aber das ist jetzt schon eine ganz schöne Geschichte, wie ich finde, vor allem mit diesen schönen Servos, mit den gelben Kappen. Denn diese Servos, die haben normalerweise nur diese Montagelöcher oder auf der Unterseite diese Montagelöcher. Aber der liebe Stefan, der hat mit seinem tollen 3D-Drucker hier diese Köpfchen, diese Yellow Heads hier gedruckt, sodass man die also ganz normal wie ein Standard-Servo dann auch montieren kann. Man müsste das hier natürlich noch festschrauben, was ich aus lauter Faulheit natürlich noch nicht gemacht habe. Okay, so, das mal zu dem Thema Doppel-Shuttle-Steuerung, so weit, wie sie jetzt gediehen ist. Ich hoffe, ihr habt vielleicht Lust darauf bekommen oder ein paar Anregungen konntet ihr mitnehmen für eigene Entwicklungen oder Ideen. Und ja, dann verbleibe ich einfach mal bis zum nächsten Mal. Tschüss!